Willkommen hier zu diesem neuen Video auf dem Kingston YouTube-Kanal. Ich befinde mich hier gerade im Harz und wie ihr seht, hier ist ein bisschen kälter und hier liegt Schnee. Und passend dazu möchte ich euch in diesem Video ein paar Tipps geben, wie ihr gute Fotos auch im Winter machen könnt und was ihr beachten müsst. Also bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß! Ein Tipp, den man eigentlich in jeder Situation beachten sollte, das ist, dass man immer genug Speicher dabei hat, denn auch hier gilt, dass es nichts Schlimmeres gibt, als wenn ihr an einem Spot seid und dann eure Speicherkarte voll ist und ihr keine Sachen mehr aufnehmen könnt. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich, dass ihr ausreichend Akkus dabei habt, denn gerade im Winter halten die Akkus nicht ganz so lange, weil es eben kalt ist, und gerade wenn der Akku dann noch in der kalten Kamera ist mit dem Metallgehäuse, dann ist er eben noch mal deutlich schneller leer. Also achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr wenigstens eure Ersatzakkus wirklich warm haltet, damit die dann auch noch ausreichend Leistung haben. Gerade im Winter muss man aber bedenken, dass durch den Schnee der Weißanteil in Bildern oder auch Videos insgesamt ziemlich hoch ist und man deshalb schauen sollte, dass man irgendwie ein farbliches Detail findet, welches eben aus dieser weißen Masse hervorsticht. Und ich meine jetzt gerade auch hier im Hintergrund und überall, da sind ja auch ein paar Büsche und so und Blätter, und die können eben auch ziemlich cool aussehen. Und der Vorteil daran ist eben, dass der Fokus vom Zuschauer oder vom Betrachter des Bildes dann eben auf dieses Objekt, welches farblich heraussticht, gelenkt wird. Was ich euch auch empfehlen kann, gerade wenn ihr ein Makroobjektiv habt oder allgemein ein Objektiv, mit dem ihr nah an Objekte herankommen könnt, dass ihr euch dann ein kleines Detail raussucht und eben mit diesem Objektiv dann davon eine Aufnahme macht. Weil das Coole an einem Makroobjektiv ist eben, dass ihr gerade im Winter dann irgendwie den Schnee oder Eiskristalle mega im Detail aufnehmen könnt, und die sehen einfach immer ziemlich interessant aus. Und noch eine kleine Info am Rande für Nutzer einer Vollformatkamera. Bei vielen hat man die Möglichkeit, in einen sogenannten APS-C-Modus umzuschalten, wo dann sozusagen der Sensor nur in der APS-C-Größe ausgelesen wird. Und das hat eben den Vorteil, dass ihr dann noch näher an das Objekt rankommt und dann sozusagen noch mehr Details seht. Das soll es aber auch mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei, und natürlich hoffe ich auch, dass ihr den Kingston YouTube-Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, und dann schaut ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Also bis dahin, ciao!